2 ist das. So, Hügelgräber, Höhlen. Das ist ja auch aus der Kampagne, wenn ich mich nicht irre. Genau, ja. Deswegen spiele ich auch jetzt Angmar, wie ich gerade sehe. Also Leute, generell, vielleicht zur Erklärung, wir machen eigentlich so oft zufällig. Sowohl für uns als auch für die Gegner. Also wir ist jetzt so. Philipp hat, glaube ich, Mordor, das hat er letztens auch schon mal gehabt irgendwann. Ja, Aber ich genau. meine, dass die sich irgendwann mal doppeln, das ist ja auch vorab zu sehen. Hier wartet Ja. Wie Okay, viel? die Map kenne ich halt auch gar nicht. Aber ich glaube, hier startet man eine Kampagne auf jeden Fall. Und dann muss man auf diese Jetzt, Hügel und so. das Wenn du dich kommt erinnerst. später irgendwann, am Ende ist es, glaube ich. Dann wurde immer so. Okay, da ist so ein Sumpf, an den kann ich mich gar nicht erinnern. Da hast du die ganzen Aber du Zauberer musst. und musst Genau, die. du musst die Hexenmeister auf die Grübel. Auf die Grübel. Auf die Hügel machen. Ja. Das Gebäude ist fertig. Ja, genau. Ich nehme wieder Zieh da eben. Kriegsruf. Aber generell Ich baue bei für die Angmar. Elfenkrone. Wir sind hier Warte fertig. Kann mal ich kurz, nichts erstmal kurz ein bauen. bisschen bauen hier. Baut für Bei den Angmar nächsten ist. König. Zurück an die Arbeit. Ist alle gut so. Ich glaube, mit allen kann man viable spielen. Mit allen diesen ersten Fähigkeiten. Angmar ist nicht schlecht eigentlich. Das Arbeitet für die hat er so ein paar neue. Fähigkeit. Das hier finde ich auch nicht schlecht, dass die Rohstoffproduktion halbiert ist. Falls du mal irgendwo ein Rohstoffgebäude siehst, das du gerade nicht zerstören kannst, kannst du trotzdem einfach so da die Wirtschaftsproduktion untermachen. Das Todesbrise ist auch mega gut, weil es dir Zeit kauft im Game, aber der Kriegsgesang ist halt Stunny gut, so, weißt du so. Für den Anfang immer am besten. Ja. Ja. Kriegsgesang ist immer. Für den Anfang, einfach generell finde ich ihn nicht schlecht, so. Einfach mal ein Buff. Ganz Wir trockener haben eine Buff. neue Halle des Königs zu bauen. Aber die Map ist sehr hügelig, deswegen müssen wir mal gucken, wo man die Mühlen bauen kann und Unser so. neues Baut Gebäude für den ist nächsten fertig. König. Ich bringe Auch bei Angmar den Mühlen Steine und setzen muss man echt Eisen. überlegen. Darüber! Ich hätte jetzt die weiter nach oben setzen können, um mehr Prozente zu kriegen, aber dann ist sie auch weiter weg aus meinem Einflussbereich und das ist schwerer zu verteidigen. Das ist immer so ein bisschen abzuwiegen, weil ich könnte Ich natürlich auch spreche hier mit eine der Mine Stimme bauen, des aber Hexenkönigs. An die die Arbeit Fülle oder ich würde ich werfe ja euch niemals den verteidigen Waffen können. vor. Ich befehlige die Und Angmar hat halt Leibeigenen. diesen. Jetzt bin ich voll im Erklärung Eigene hier. Waffen Ja, sortieren mach. Und Angmar hat halt diesen Vorteil, diese Zuchtmeister. Keine Widerrede Sind halt hier sehr vorne. flexibel. Oh, da sind ja Schneller oder Vorposten, Leute. ihr lernt meine Keule kennen. Wo? Das Gebäude ist Müsste denn bei dir auch Wir wahrscheinlich sind irgendwo auf einer einen sein? Vorposten gestoßen. Bei mir unten ist einer. Arbeitet oder ihr werdet Hab geknechtet. noch keinen gesehen bis jetzt. Und auf die Hügel kann man nicht bauen, das ist jetzt schon gay. Hier wartet Arbeit Oh. auf euch, ihr faulen Magen. Ruhe, ihr Magen. Ich übernehme das Auf jeden Fall, Kommando. Zuchtmeister, Jetzt du bist halt sehr flexibel damit. gehört das Und Gebäude es an die Arbeit ist oder ich werfe wie euch in den der Söldner unserem Wirtschaft, Banner unterstellen. Flexibilität, die Schnellen Diese Barbaren wissen, werden die ihre Großen Äxte zu schlagen. schleudern. Nein, nein, die Schnellen werden die langsam schlagen. Wir haben Ich unsere hab Orks Befehle hier. Zumindest in der Farmindustrie. Keine Ich Widerrede, hab auch ihr Würmer. Orks. Oder bist du Orange-Orks? Oh Orange ja, Orks. Orange. Oh. Orange ist auch der Brutale. Die anderen sind Wie Elben. viel? Überall ist Orange gefühlt. Ich kämpfe hier auch gegen Orange. Und Ah, da ist auch ein Elben. Gasthof. Ja. Da ist ein Gasthof. Wir haben ein Gasthaus entdeckt. Sie sind schwach und armselig. Elben ist die andere Fraktion. Ah ja, genau, am Anfang. Wir greifen aus sicherer Entfernung oder an. Ihr werdet auch in den Kampf, ihr Magen! Ruhe, ihr Magen! Immer am Anfang die Funktion laufen die lassen. Trolle nicht sehen, dass sie herumsteht. Es ist gerade ein bisschen überfordert, weil ich die Map Arbeitet überhaupt nicht für die kenne. Arbeitet oder ihr werdet geknechtet. Generell, wie gesagt, das Early Game von Angmar ist echt nicht schlecht Das mit ist den kein guter Zuchtmeistern. Bauplatz. Weil du Die auch einfach Wolfsreiter sind diese Wölfe so schnell echt hast. gut. Ich spreche mit der Baut für Stimme den des Hexenkönigs, dem Alter, Hexenkönig, ihr stinkenden Magen. Sie Ja, lernen, okay, was euch leider. gesagt wird. Ich befehlige Alter, es ist gerade mega, mega überfordert hier, ey. Sie sind schwach und armselig. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Unser neues Gebäude ist fertig. Hört mir zu, ihr Magen. Die Schlacht hat dieses Pack. Ich bin ihr macht, was euch gesagt wird. Schneller oder ihr langt meine Keule kennen. Ruhe, ihr Magen. Okay, jetzt schon wieder ein Minimap-Bug hier. Schon wieder. Ah, fuck, da habe ich verkackt. Ihr macht, was euch gesagt wird. Ah, ja, nee, doch nicht. Da Hört war so ein mir roter zu, ihr Punkt auf Magen. der Map, aber der ist jetzt Seht weg. nicht herum. Ach Ruhe, ihr Magen. Ich befehlige die Leibeigenen. Wir müssen sie erneut zurückwerfen. Ihr macht, was euch gesagt wird. Der Feind greift Zurück uns an die Arbeit. Truppmann. Hier wartet Arbeit Generell, auf euch, ihr wie gesagt, das faulen Magen. Early Game Angmar kann Ruhe, echt hart skalieren. Kann echt hart ihr abgehen. zu, ihr Magen. Ihr macht, was euch Gleichzeitig im gesagt Late wird. Game hat man halt diese krassen nicht Trolle, herum. die halt wirklich Vorwärts, ihr extrem tanky Faulpelze. sind. Genau, die Schneetrolle.
Ich bin sogar eher Fan von den Hügeltrollen. Hügeltrolle, ja, die sind beide. Haben auch was, ja. Das Gebäude gehört nun Angmar. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Wir verlieren unser Gebäude. Die Lanzenträger der Hügelwacht, was euch gesagt hat. Sie sind schwach und armselig, ihr Magen. Keine Widerrede. Okay, ich wollte echt den Gasthof zerstören, jetzt muss ich ihn erstmal einnehmen. Also habt auch zu sehen. Vorwärts, ihr Faulpelze. Ja, ist auch okay. Schlacht wartet. Wir haben unser Gebäude genommen. Halt okay, diese. Ihr macht, was euch gesagt wird. Ich spreche mit der Stimme des Hexenkönigs. Der Pferch ist tief. Ich führe unsere Wolfsreiter in die Schlacht. Ich sehe meine anderen Reiter. Sind schon wieder tot oder was? Okay, es ist gerade übel überfordern gerade hier, weil irgendwie gerade so mega viel passiert. Ich weiß auch nicht. Mit den Dings ist es ziemlich komisch. Die Trolle nicht sehen, dass sie herumstehen. Ich überlege, ob ich jemanden hier den bauen. Habe ich noch nie gebaut. Diesen Geisterhelden. Keine Widerrede, ihr Würmer. Wie geht's jetzt bei dir aus, Kollege? Ja, geht. Ist ja, so gut. Ich sag mal so, ich bin halt echt kein Fan von Mordor, ne? Ich bin gespannt. Ich hoffe, es wird. Wir bauen für die wird. Also, ich glaube natürlich an dich. Ich glaube nur nicht an Mordor. Wird sich zeigen, ja. Hört mir zu, ihr Magen. Schneller oder ihr lernt meine Keule kennen. Sie nehmen unser Gebäude. Ihr macht, was euch gesagt wird. Sie werden fallen. Komm, Hügeltrolle. Ruhe, ihr Magen. So mir, glaube ich. Wir müssen sie erneut zurückwerfen. Die Schlacht hat begonnen. Zurück an die Arbeit. Ich glaube, ich hätte hier mal einen Turm bauen. Das Kommando. Baut für den Hexenkönig. Nehmt alles mit. Holt eure Keulen. Ja, ich meine, so ein Dunländer-Lager direkt vor denen ist halt nicht schlecht. Ach komm, das ist nicht schlecht. Ich hab's ja gerade selbst gesagt, das ist nicht schlecht. Also, jetzt nicht kaputt machen. die haben? Mach ich jetzt schnell. Ich befehlige die Leibeigenen. Der Feind greift unsere Truppen. Keine Widerrede, ihr Würmer. Hey, wo ist jetzt das Gasthof? Hallo, ich hab's gar nicht eingenommen. Ich bin ein Idiot. Oh. Scheiße, oh. Nice. Ja, war ein Missplay, kleines. So, das ist eine kleine Angriffstruppe. Was kann der hier? Das sind langsamer und allein geringfügigen Schaden. Direkt auf Stufe 1 schon. Und danach erst auf Stufe 7 und Stufe 8 die Fähigkeiten. Das ist halt auch eins. Weißt du schon, ob Elben oben oder unten sind? Ich tippe auf oben. Also ich bin mir nicht sicher. Elben ja. Elben sind oben. Ich glaube die Orks sind. Ich bin des Windes Stimme. Genau, die Orks. Da, der Feind. Die Halle des Königs ist größer denn je. Also ich muss sagen, die Map ist irgendwie ein bisschen verwirrend, dass sie so hügelig ist. Ja, das macht es nicht einfacher. Ziemlich komisch. Angmar muss erstarken. Ich hätte den Turm gleich noch ein bisschen besser gesehen. Ich bin schon unterwegs. Die Dunkelstahlschmiede wurde erweitert. Ich bin die Faust Angmars. Ich hätte erstmal nicht so viel Nazi im Philipp bauen hier. Baut es stark! Ich bin die Ewigkeit. Wir bauen für die Eifer. Wir haben unser Gebäude genommen. Alter. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Ich kann sie nicht alleine bekämpfen. Der Feind greift uns. Boah, die haben irgendwas gerufen bei mir. Jo. Ja. Dunländer gerufen bei mir. Oh, das könnte schwer werden. Weil du hast aber schon Verteidigung. Ja, musste ich. Ja, die gehen anscheinend auf dich, ja. Heißt, ich muss eigentlich den Druck machen. Ihr macht, was euch gesagt wird. Wir nehmen es ein. Scheiße. Ja, die kommen gerade auf mich an. Die Kunden werden angegriffen. Hier, ich gebe dir Rohstoffe schnell mal. Ich habe zwar nicht viel, aber da kannst du vielleicht noch schnell Verteidigung bauen. Oder Einheiten. Wir warten auf die Schlacht. Das Gebäude gehört nun Angmar. Lass die Kalle nicht sehen, dass sie herumstehen. Hier ist übrigens auch die Map, lol, an die dieser Held entsteht, weil ja dieser. Der Morgomir hat den ja irgendwie verflucht und so ein Scheiß, wenn man jetzt mal so ein bisschen auf die Lore gucken will. Also Lore, Anführungszeichen.
dann hat Morgomir den Verfluchten dann getötet und es war halt wirklich hier die Hügelgräberhöhle. Das machst du auch, glaube ich, in der Kampagne. In der Story machst du das ja auch. Ich hab das ja auch. Ja, aber ich meine, es ist halt nicht das richtige Herr der Ringe. Das ist ja hier vom Spiel. Also gehe ich mal ganz stark von aus. Wenn es jemand besser weiß, könnt ihr gerne sorgen hier, ne? Ab in die Kommentare. Ich kenne keinen Hass. Er kennt keinen Hass? Jetzt gehört das Gebäude uns. Ja, ich hätte wahrscheinlich mich auch noch ein bisschen mehr beeilen können. Ja, nicht schlecht gewesen, ja. Ja, geht's ja noch gut, oder? Geht's ja, gut? Es geht, ja. Hier, mehr Verteidigung für dich, Chuck. Ich forsche nämlich gerade eher in den Rüstungen und sowas schon, deswegen. Was? Ja, ich noch gar nicht. Ich hab noch gar nicht gebaut. Wir sind kampfbereit. Keinen Mucks. Ruhe, ihr Mann. Ich bin die Stille selbst. Die Truppen werden angegriffen. Wir sind auf feindliche Truppen gestoßen. Sturheit ist unsere Stärke. Ich bringe den Frieden. Angmar wird siegen. Werft sie zurück. Eins. Ich übernehme das Kommando. Ich kenne keinen Hass. So, und jetzt werde ich gleich mal eine kleine Offensive machen. Den Kollegen uns noch dazu. Ich befehlige die Leibeigenen. Jetzt nebenbei noch zuckt, während ich quasi die Offensive mache, verliert man ja leider Zeit schon allein durchs Laufen. So. Das heißt, nachzuproduzieren und direkt der zu schicken, dauert halt eine Weile. Deswegen am besten Cavalry nachproduzieren. Und dann kann man die nämlich direkt hinterher schicken. Und genau das werde ich jetzt tun die ganze Zeit. Oh Gott. Ah, das ist jetzt scheiße. Das könnte jetzt meine Offensive. Das ist diese Feuerdrachen. Die, oh, Feuerdrachen sind alles kaputt jetzt. Immer hart, ja. Ja, außerdem noch irgendwie von oben kommt da irgendwelche Elben schießen. Das ist auch eher semi-optimal. Das war nicht schlecht. Also dieser... Die Truppen werden angegriffen. Unser Lager wird angegriffen. Das ist eine gute Ablenkung. Also ich habe jetzt leider nur hier diese Wichs. Also ich bin halt diesen unteren Baum lang gegangen. Ja. Und, den rechten Baum, sorry. Mit Gundabad Orks und sowas. Dadurch muss ich aber leider später auf die. Sorry, ich muss auch gerade so hart konzentrieren hier und nebenbei reden. Dadurch muss ich leider später auf die. Wie heißen die denn? Grabunholde gehen. Ah, die sind halt so semi. Ja, gegen okay, Gebäude sind die in Ordnung. Ja, ganz okay. Ich habe jetzt leider so viele Boss-Fighter, so jetzt ein bisschen. Hört mir zu, ihr Magen. Sie schon zu viele. Wie weit wir kommen. Was das Gefühl ist, könnte ein bisschen zu wenig sein hier. Du machst unten gut Druck. Alter, ja, aber das ist. Die produzieren gerade extrem viele Gebirgsriesen einfach. Jetzt sollte ich mal hier jetzt kommen. Ich kenne keinen Hass. Ihr macht was. Okay, jetzt kann ich's gebaut. Scheiße, ich dachte, hier sind irgendwo Minen, die ich noch kaputt habe. Hier zum Beispiel. So, jetzt lasse ich die kurz hier sammeln. Chuck. Dann mach ich noch. Ich beneide dich an ihren Schmerz. Wir verlieren unser Gebäude. Wir verlieren unser Gebäude. Ich sehe aber oben auf der Map. Du hast auch auf jeden Fall gute Truppen. Ah ja, ja, es geht gerade nach Hauptoffensive.
Hauptoffensive wird ganz simpel. Chuck, chuck. Genau, ich versuche es auch wieder aufzurücken. Feuerdrasch. So, was haben wir das für eine Fähigkeit jetzt hier? Karsh kann es teleportieren. Ah, finde ich eigentlich gar nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin eher so ein Fan von passiven Sachen, dass ich mich nicht kümmern muss. Was schön nebenbei läuft. Genau. Aber ich glaube, jetzt sieht es ganz gut aus, wenn ich ehrlich bin. Oh, die bauen schon Mauern bei mir. Okay, so let's. Fügt nicht untoten einen massiven Schaden zu. Oh, das ist gut sein. Ich bin die Stille. Okay, die haben gar nicht mehr so viel. Kollegen hier. Auf in die Schlacht! Okay, ich brauch an die Arbeit, oder? Ich werfe euch den Welpen vor. Also der Karsh hat, glaube ich, echt gut hier Job gemacht, scheiße. Sie hören kein Flüstern mehr. Ich bin nicht mehr, was ich war. Oh mein Gott, was ist denn hier gerade passiert? Bei dir unten, was? Ja, da sind aber immer so viele Dunländer gekommen. Ihr Wärme ist nur noch Erinnerung. Ist es gegen eine Einheit? Die Truppen nicht werden angegriffen. So nie eingesetzt. Ich bin die Ewigkeit. Okay, der Karsh, der macht schon echt viel um mich herum. So. Gut Schaden, das. Ich glaube schon. Herren der Wälder. So, Gruppe 3. Oh scheiße, Karsh ist gefallen. Oh. Ah, das ist so schlimm. Nein, 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 nicht du. Wir haben jetzt Spannerträger. Lauf! Wir sind unterwegs. Wir sind Gruppe 1. Verstohlenheit ist unsere Stärke. Spannerträger. Chuck. Wir haben Frostpfeile. Waldläufer bereit. Es ist so schlimm. Ich sehe Philipps Offensive ist auch. Zum Erliegen gekommen. Hast du hast, kannst auch Feuerdings nochmal ausbauen. So, hier, ich gebe dir noch ein bisschen Rohstoff, aber du hast ja echt genug. Kannst du vielleicht deiner Festung auch Feuerdinger Sachen geben? Stimmt, ja. Ich übernehme das Kommando. Ja, gerade ist in Ordnung. Hab ich jetzt dir nicht geben sollen, weil jetzt kann ich meine Einheit nicht aufrüsten. Wir haben das Lager des Feindes entdeckt. Auf Befehl. Reißt es nieder! Ja, Hügeltrolle haben halt extrem viel Leben. Der Feind ist nicht weit. Sie können sich noch gut wehren. Und gleichzeitig haben die durch die Rüstung, die sie sich natürlich noch viel mehr. Können die noch viel mehr aushalten. So, logisch. Das klingt logisch, ist es auch. Wir verlieren unser Gebäude. Das sollten wir nicht verlieren. Also, das hier ist auch sehr viel worth, weil die laufen immer dahin, wollen es einnehmen. Und ja, wird dann halt nichts. Wir sind unterwegs. Okay, was war das gerade für Schwein? Schneller, oder ihr lernt meine Keule kennen. Wir nehmen unser Gebäude. Warte mal jetzt hier. Wir nehmen ein Gasthaus unten, ein. Ja, aber da sind eigentlich genug Leute, die. Also, das ist ein Turm mit Leuten drin. Das dürfte reichen. Also, mit den Waldläufern. Ja. Hört mir zu, ihr Magen! Wir sind auf feindliche Truppen gestoßen! Ruhe, ihr Magen! Die Truppen werden angegriffen! Zerstört mal es! Ihr kämpft es für andere! Greife unsere Mühlen an! So, machen wir dir noch Eisgeschosse. Vielleicht nochmal 25, aber die machen wir dann für den nächsten Dude. Die Schlacht hat begonnen! Zieh doch mal hier nach. Das bockt jetzt nicht so hart. Ah, Karsh, den können wir holen. Ja. Ist jetzt ja eh, der ist jetzt schon auf Stufe 10, dann ist der quasi eh schon voll legit. Ja, ziemlich stark dann, ja. Genau. Und dann ist der jetzt nochmal, der ist ja billiger, wenn man den schon mal rekrutiert hat, weißt du? Ja, genau. Deswegen lohnt sich das eigentlich immer, den dann wieder zu leben. Das Blutvergießen hat begonnen! Also, ihr müsst doch jetzt schon die erste Schuss haben. Unsere Horden können nicht weiter wachsen.
da haben wir auch jetzt den Kollegen. So, die haben jetzt auch Eispfeile, das die machen echt auch. So, einer wird zerschmettert, also gemichtet. Musst dich nicht mal sammeln, kannst. Ich sammle mich kurz. Dann können wir eigentlich den direkt zerstören. Okay. Okay, ich habe jetzt definitiv zu viele Leute. Zu viele Rollsreiter. Aber es ist halt billige Kavallerie. Die kann man ruhig mal reinschicken. Und ist auch gerade im Early Game sehr gut. Auch diese brutalen Gegner von Angmar, die bauen am Anfang gefühlt immer nur Wolfsreiter. Und gehen die halt richtig auf den Sack. Ja, die machen halt die ganzen Gehöfte. Dafür kannst du die halt nicht aufrüsten. Weg. Ja, genau. Oh, jetzt machen die meine Mühlen kaputt hier. Ah ne, dafür sitze ich jetzt nicht mehr. Oh shit. Egal, sollen die einfach machen, ist mir eigentlich egal. Zwinger brauche ich eigentlich auch ganz gern. Jetzt rüste ich eigentlich auch nur so aus Spaß auf, wenn ich ehrlich bin. Rauche tut man es, glaube ich, jetzt nicht. Weil hier sind ja auch zwei Falltürme, ist die Westseite ist eigentlich. Die Westside ist eigentlich auch sicher. Ja, der Feind, keine Widerrede, ihr Würmer. So, Gruppe 1. Weil wir machen es sogar. Ruhe, 3. Gruppe 1. Gruppe 2. Gruppe 4. Und dann können wir gleich. Ah nein, ich kann Karsch jetzt nicht rekrutieren. Warum? Weil ich zu viel Kommandospunkte habe. Okay, jetzt machen die gerade alle meine Mühen kaputt, aber ist mir eigentlich egal. Philipp muss nur noch überleben. Oh, Legolas steht bei dir in der Base. Ich glaube, Hinde ist das. Steht da. Ja, nee, Legolas steht auf dem Hügel. Oh, ach so. Oh. Ihr macht, was euch gesagt wird. So. Chuck, 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 Chuck. Keine Widerrede, ihr Würmer. So. Ja, yeah. Oh, auch noch Adler. Du überlebst es aber, oder? Ja, ja. Warte hier. Oh. Ja, ich schaff das, alles gut. Chuck, hier ist noch Baustoffe. Ich hab eh nichts. Spaß. Was ich was machen soll. Ja, du hast ja genug Pfeildinger gleich, ne? Ja, ja, das passt ganz gut. Nee. Also, safe kriegst du auf jeden Fall. Oh, die haben ja hier sogar Mauern gebaut. Ja, die sind da. Oh Gott, nein! Oh, die sind erst mit vollen Schwerträger reingerannt. Jawohl, das ist down. Die Eisgeschosse, also generell Belagerungssachen. Das nimmt meine Dings. Dir klappt das soweit? Ja, es dürfte eigentlich vorbei sein jetzt. Ich helfe dir auch nochmal. Ah. Oh, Junge, das ist den Eiswolf noch. Der ist nice. Ja, ich habe halt Belagerungssachen mit aufgerüstet unterwegs. Ich hätte noch gerne jemanden mal gebissen hier. Ja, ganz ehrlich, wir müssen ja nur die Kasernen kaputt machen und dann war's das. Ja. Das ist eigentlich vorbei. Weil jetzt komme ich auch hier. Die Horde. Der macht halt kaum Schaden an. Nein, ich wollte gerade abbrechen, damit ich den noch ein bisschen kämpfen sehen kann, den Wolf. Naja. Sehr schön. Ja, der Philipp hat gut durchgehalten. Ich habe es nicht geschafft, immer den Film auch oben abzufilmen. Ja, ist nicht schlimm. Ich hab mich einfach gehalten. Man sieht aber auch der Rote hier, die Elben haben viel zu viele Rohstoffe. Die ganze Zeit. Ja, ich hatte schon gebaut. Zwischenzeitlich hatte ich einen harten Peak, ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe. Aber wahrscheinlich gerade gekämpft die ganze Zeit. Das war die erste Welle mit Karsch und so. Habe ich hier gekämpft. Viel. Ja. Und später dann. Ach, das sehe ich nicht mehr drauf. Ja, nicht schlecht. Ja, war schön. Schöne Runde.
Was jetzt? Wolfsreiter war natürlich mein Lieblingseinheit. Sieht man, ja. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne Tipps in den Kommentaren lassen. Das würde mich echt mal interessieren. Bis dann. Genau. Mach das.